Mit geistvollen Ideen kann man hartgesottenen Seeleuten bei Windstärke 10 nicht kommen. So schreibt es in seiner Kommentierung zum heutigen Evangelium der Neutestamentler Klaus Berger. Mit geistvollen Ideen allein kann man hartgesottenen Seeleuten bei Windstärke 10 nicht kommen. Er sagt das, liebe Schwestern und Brüder, weil wir in der Auslegung dazu neigen, das als eine irgendwie legendenhafte Geschichte auszudeuten, als wolle uns sozusagen im Evangelium nur erzählt werden, ja, man muss immer auf Jesus vertrauen. Und dann ziehen wir allerhand Vergleiche herbei, dass die Kirche natürlich immer irgendwie ein Schiff ist, wie es in der Antike auch Beispiele gibt, dass der Staat als Schiff gedacht wird, das durch die Meere zieht. All das, liebe Schwestern und Brüder, verachtet die Erfahrung, die sich hier im Evangelium niederschlägt, dass es eine reale Erfahrung der Jünger ist. Es ist ähnlich wie am letzten Sonntag, als wir die Verklärung Christi gefeiert haben. Hier geschieht etwas mit dem Leib Jesu. Der Leib Jesu, den man anfassen kann, der menschliche, konkrete Leib Jesu, wird zum Medium von etwas, das unsere normale Erfahrung übersteigt. Und das Evangelium verschweigt es nicht. Wir nennen das in der Regel mystische Erfahrung, aber das ist die nächste Gefahr. Wir stellen uns dann immer irgendwie sowas wie eine Privatoffenbarung vor. Hier ist nichts privat, liebe Schwestern und Brüder, rein gar nichts. Immer, wenn es um solche Erfahrungen im Neuen Testament geht, sind sie immer öffentlich. Sie sind für andere. Letzten Sonntag waren es 3 Jünger. Jetzt ist es die ganze Gruppe der Apostel, die sich zu Tode fürchtet. Hartgesottene Seeleute, die sind zu Hause auf diesem galiläischen Meer. Und sie machen eine Erfahrung, die wir normalerweise nicht machen können. Sie sehen diesen konkreten Menschen, Jesus, mit seinem Leib, den sie kennen, mit dem sie Tag und Nacht verbringen. Aber gleichzeitig bricht aus ihm etwas heraus, das er eben auch ist. Deshalb können sie am Ende sagen, nachdem sich der Sturm beruhigt hat, der letzte Satz unseres Evangeliums: Du bist wirklich Gottes Sohn. Das ist das, was wir als Christen seit Jahrtausenden bekennen. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Das ist nicht, was sich die Kirchenväter irgendwann, nachdem sie ganz fromm über das Neue Testament nachgedacht haben, sich ausgedacht haben und ins Glaubensbekenntnis geschrieben haben. Es ist die reale Erfahrung der Jünger. Das ist die eine Seite. Und es gibt eben diesen Erfahrungsraum der Jünger. Wir kennen das. Wir haben das mal Jahrzehnte gesungen. Ich weiß gar nicht, ob es das Lied heute noch gibt. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das war mal ein Schlager so, als die ersten 9 geistlichen Lieder kamen. Und wir hatten immer die Vorstellung, ja, das ist so ähnlich wie diese Fernsehserie, das Traumschiff. Und jetzt sind wir dabei, dieses Schiff ein bisschen zu modernisieren, nachdem die katholische Kulturstaatsministerin vor ein paar Wochen mal gesagt hat, man könne sich auch vorstellen, dass es eine Kapitänin an der Spitze des Traumschiffs gibt. Nun gut. Die Vorstellung ist irgendwie merkwürdig. Aber es gibt sie in vielen Köpfen noch. Das Gegenbeispiel könnte ein Flüchtlingsboot sein. Das stellen wir als Fronleichnamsaltar auf. Das wandert in manchen Diözesen durch Kirchen. Warum? Als Exponat für unser Gutmenschentum. Wir lassen die Flüchtlinge im Mittelmeer nicht absaufen. Was wir dabei übersehen, liebe Schwestern und Brüder, ist, dass wir selber in einem solchen Boot sitzen, das zu kentern droht. Wir sind nicht einfach hin die Gutmenschen, die anderen etwas Gutes antun und sie retten. Wir selber bedürfen der Rettung. Es ist nicht mehr das große Traumschiff. Manchmal kann man das auch in Bemerkungen von neu ernannten Bischöfen noch hören. Ja, die Kirche, das ist so ein großer Dampfer. Das kann man alles nicht so schnell manövrieren. Das dauert alles so seine Zeit. Wir sitzen zumindest hier in unserem Land in einem kleinen Nachen, der undicht ist.
Aber der sieht trotzdem noch ganz prächtig aus, weil wir von außen immer noch die Attrappen dran kleben. Wir können es uns ja leisten. Aber wir sind nahezu dabei, unterzugehen. Die Zahlen sprechen für sich. Und wenn man mit Gläubigen spricht, das spricht auch für sich. Viele kennen ihren Glauben gar nicht mehr. Das ist irgendwie wie verdunstet. Wir sehen das doch in unseren eigenen Familien. Wir haben uns so sehr bemüht. Und wo ist es hin? Die nächste, übernächste Generation geht ihre eigenen Wege. Die brauchen das nicht mehr. Die haben gar kein Bedürfnis danach. Vielleicht mal so irgendwie im Zusammenhang mit Terroranschlägen. Und man muss das nicht lächerlich machen. Da bricht etwas aus dem Menschen hervor, dass er Halt sucht. Aber sonst lebt sich doch alles ganz gut. Wir müssten, liebe Schwestern und Brüder, dringend im eigenen Leben wie im Leben der Kirche, gerade hierzulande, die Erfahrung des Petrus neu entdecken. Und das sind zwei Erfahrungen. Dass wir uns unbedingt an Jesus Christus halten müssen, der wahrer Mensch ist und wahrer Gott. Was tun wir sonst gleich hier oben auf dem Altar in der Eucharistie? In der Gestalt des Brotes bricht auch die Göttlichkeit Jesu heraus und ist gegenwärtig. Wir empfangen ihn, wir beugen das Knie vor ihm, wir sagen Amen. Du bist leibhaft gegenwärtig, du ziehst mich in dich hinein. Du machst mich zu einem lebendigen Glied deines göttlichen Leibes. Das tun wir in der Eucharistie. Und zugleich erfahren wir, wie Petrus, unsere Schwachheit. Wir wollen zwar, da sind wir manchmal ganz mutig, und dann, es ist dann doch irgendwie alles anstrengend mit unserem Leben. Und da gibt es Gegenwind, sagt das Evangelium. Und da redet uns jemand dazwischen. Das ist alles nicht mehr so glatt, alles nicht mehr so selbstverständlich, alles nicht mehr so plausibel. Und dann fangen wir an, ganz kleine Brötchen zu backen. Manchmal wünschte ich mir, dass wir statt der vielen Papiere, die wir kirchlicherseits drucken, statt der großen, neu aufgelegten Pastoralpläne, ob sich das 2020 nennt, oder das schiebt sich ja immer so ein Jahrzehnt nach hinten und es geht trotzdem alles nicht auf, dass wir einfach neu lernen, mit Petrus zu beten. Dass die ganze Kirche hierzulande diesen Schrei neu einübt. Das bedeutet aber, dass man zuerst die Realität wahrnehmen muss, nämlich, dass wir untergehen. Solange man das nicht zur Kenntnis nimmt, ist dieser Schrei sinnlos. Wo ist dieser Schrei? Wo ist der Schrei der Getauften in unserem Land? Und zwar jenseits jeder Konfessionsgrenze. Wo ist dieser Schrei? Herr, rette uns! Liebe Schwestern und Brüder, wir sollten ihn uns zu eigen machen. Es sollte unser eigenes Gebet werden. Wenn wir darauf warten, dass es jetzt als Gebetsanliegen im kirchlichen Amtsblatt steht oder auf schön gedruckte Gebetszettel ausgeteilt wird, dann können wir lange warten. Es muss unser Gebet werden. Es muss unsere Not werden, die wir nicht nur haben um uns selber, sondern um die ganze Kirche. Herr, rette mich. Und sofort, sagt das Evangelium, ist die Hand Jesu da. Vertrauen wir eigentlich noch darauf? Vertraut irgendwer in der Kirche hierzulande noch darauf, dass es diese Hand des göttlichen Meisters, der ganz für uns Mensch geworden ist, der uns so nah sein kann wie ein Mensch, der neben mir ist, dass seine Hand sofort da sein wird, um uns zu halten, um uns vor dem Untergang zu bewahren? Warum beten wir nicht so? Warum vertrauen wir nicht? Warum versuchen wir es nicht wenigstens einmal?